Hallo zusammen, das Wetter ist herrlich, der Märklinger glüht. Das heißt, wir werden uns heute ein richtig schönes Surf-and-Turf-Sandwich zubereiten. Und dafür habe ich hier ein richtig tolles Rumpsteak, ein Roastbeef, aus dem Roastbeef geschnitten mit Fettdeckel. Wir fangen damit an, indem wir das kräftig würzen von allen Seiten. Darf man ein Steak vorher würzen? Ja, darf man. Man muss ein bisschen aufpassen, aber Gewürze verbrennen nicht so schnell, wie man denkt. Und ich möchte gerne eine ordentliche Kruste haben. Dann werden wir es scharf angrillen, dann zur Seite legen und in aller Ruhe Medium ziehen lassen. Und in der Zeit können wir alle anderen Sachen vorbereiten. Ich habe hier ein wunderschönes Roastbeef, oder ein Rumpsteak besser gesagt, aus dem Roastbeef geschnitten und einen schönen kräftigen, würzigen Rub. Wie gesagt, den mache ich drauf, auch vorher schon. Ich habe keine Angst, dass er verbrennt, das passiert nicht so schnell. Und außerdem gebe ich dem Fleisch jetzt gleich oder dem Gewürz gleich 5 Minuten Zeit, um ein bisschen Feuchtigkeit zu ziehen. Und dann geht es auf den Märklinger bei direkter Hitze, schön kräftig, von beiden Seiten oder von allen Seiten schön angeröstet. Dann ziehen wir es in den indirekten Bereich und da kann es dann in aller Ruhe nachziehen, bis es Medium ist. Wie gesagt, und in der anderen Zeit bereiten wir die anderen Sachen vor, die wir für unser Sandwich brauchen. Natürlich empfiehlt es sich immer, richtig gute Qualität am Fleisch zu kaufen. Man sieht schon, ein bisschen intramuskuläres Fett muss hier sein. Das sorgt dafür, dass es hinterher schön zart und saftig bleibt. Den Rub ein bisschen andrücken. Und dann lassen wir das einfach jetzt hier so 5 Minuten ruhen. In der Zeit kommt ein bisschen Saft aus dem Fleisch raus. Die Gewürze nehmen das auf und bleiben dann schön drin kleben. Und das sorgt dafür, dass ich hinterher, wenn ich da reinbeiße, quasi kleine Geschmacksexplosion an der Kruste habe. Also nicht nur Röstaromen, sondern auch Gewürzaromen. Und das ist genau das, was ich für so ein Sandwich haben möchte. Oder wenn ich einen Taco oder ein Burrito mache und das Steak nicht einfach so essen möchte. Aber so reicht ein Steak hinterher für 4 Personen, anstatt es einfach so alleine essen würde. Das Steak lag jetzt so 10 Minuten rum. Der Rub ist schön angezogen, genau das, was ich wollte. Der Märklinger hat über 250 Grad. Das heißt, ich werde das Steak jetzt richtig schön anrösten und ich fange mit der Fettseite an und dann drehe ich es auf alle anderen Seiten. Dann kommt es indirekt und dann brauchen wir nur noch warten, bis es gar ist. Das Steak liegt jetzt im indirekten Bereich und das wird jetzt sicherlich 10-15 Minuten brauchen, bis das Medium ist. In der Zeit können wir die anderen Sachen vorbereiten und dazu habe ich hier Garnelen. Die sind schon vorgekocht, geschält und entdarmt. Die machen sich hinterher sehr gut auf dem Sandwich, weil man hat nichts mehr, was man abholen muss. Das ist also wunderbar. Die werde ich jetzt einfach nur ein ganz bisschen marinieren. Dazu nehme ich ein bisschen Hot Sauce, hier meine Lieblings-Chili-Soße. Nach meinem Rezept, die nehme ich immer am liebsten dafür. Und dann kommt noch ein ganz bisschen Gewürz dazu. Und dann hinterher, wenn wir das Steak runternehmen und ruhen lassen, werden wir die nur für 1-2 Minuten von beiden Seiten anrösten. Das reicht dicke. Außerdem brauchen wir noch eine geschnittene Tomate und ein bisschen Salat. Dann werden wir das Brot noch vorbereiten. Und dann sind wir mit der Vorbereitung schon durch. Ich fange mit den Garnelen an. Wenn ihr für Sandwiches so ein Brot aufschneidet, würde ich den Deckel immer besonders dünn machen, dann der Boden ein bisschen dicker ist, denn der nimmt den ganzen Saft auf, nimmt also den ganzen Geschmack auf und kein Mensch will einen dicken Deckel, außer der soll hinterher noch schön knusprig werden. Das reicht. Unser Steak sieht sehr gut aus, ist fertig, hat 54 Grad Kerntemperatur. Das muss jetzt noch 5 Minuten ruhen. In den 5 Minuten werden wir unsere Garnelen grillen. Außerdem werde ich unser Baguette anrösten. Dazu bestreiche ich das aber vorher mit Mayonnaise. Das gibt eine richtig schöne Farbe und einen ganz tollen Geschmack. Das Schöne an der Mayonnaise ist, dass es eine Emulsion ist und nicht wie Öl was Flüssiges. Es ist Eigelb mit drin und das sorgt dafür, dass wir eine richtig schöne Röstaromen bekommen. So, alles ist fertig, alles ist vorbereitet. Jetzt werden wir unser Sandwich richtig schön belegen mit ein bisschen Salat, Tomate, natürlich Steak, zusätzlich die Garnelen. Da kommt noch ein bisschen Mayo und scharfe Soße oben drüber und dann können wir essen.
das Sandwich ist fertig. Sieht absolut mega aus. Jetzt werden wir es natürlich anschneiden und dann muss ich auch mal schnell probieren. Ah, richtig gut. Lecker.